ein Wachsen im Gesicht. Die hat gleich gemerkt, dass sie noch heute rührt. Wer bin ich? Ja, Gott einmal, ich bin die Hex von Zillertal. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Sie wohnt im Wald in einem alten Stall. Graue Haar und ein Wachsen im Gesicht. Man braucht keine Angst haben, wenn man sie sieht. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Sie wohnt im Wald in einem alten Stall. Sie kennt ja jede Blut und an jeden Strauch. Hat für jedes Leid ein Kräuterhauch. Mittlerweile ist sie im ganzen Land bekannt, weil jeder zu ihr geht, ist schon mal wer krank. Sie hat vielen Leuten schon das beste Kräuter gebracht, ob es am Tag war oder in der Nacht. Sie hat vielen Leuten schon das beste Kräuter gebracht, ob es am Tag war oder in der Nacht. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Stall. Graue Haar und ein Wachsen im Gesicht. Man braucht keine Angst haben, wenn man sie sieht. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Sie wohnt im Wald in einem alten Stall. Sie kennt ja jede Blut und an jedem Strauch und hat für jedes Leid ein Kräuter auch. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Sie wohnt im Wald in einem alten Stall. Graue Haar. Man braucht keine Angst haben, wenn man sie sieht. Die Kräuterhex aus dem Zillertal. Sie wohnt im Wald in einem alten Stall. Sie kennt ja jede Blume und an jeden Strauch und hat für jedes Leid ein Kräuterhauch. Sie kennt ja jede Blume und an jeden Strauch und hat für jedes Leid ein Kräuterhauch.